Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für ein Food Diary. Ich zeige euch in diesem Video, was wir, meine beiden Jungs, sie sind 10 und 14 und ich, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gegessen haben. Dieses Food Diary entstand jetzt am vergangenen Wochenende, also gestern und vorgestern. Ich habe gestern nur mit Säften gefastet, also gibt es von mir nur ein Food Diary von einem Tag. Und dieses Food Diary ist hauptsächlich pflanzlich, also vegan und auch etwas vegetarisch. Mein Jüngster oder beziehungsweise meine Kinder sind ja weder Veganer noch Rohköstler. Mein Ältester ist auch kein Vegetarier. Aber hier bei mir essen die Kinder größtenteils pflanzlich und ab und zu auch vegetarisch. Und bevor es mit diesem Food Diary losgeht, möchte ich noch zwei Punkte ansprechen, weil die meistens bei meinen Food Diaries in den Kommentarbereich oder in den Kommentaren auftauchen. Also was immer kommt, ist, dass ich doch viel zu wenig esse. Die, die meinen Kanal schon regelmäßig verfolgen, wissen ja, dass ich seit fast 2 Jahren nur noch eine Mahlzeit am Tag esse. Also zu 95-96% esse ich nur noch eine Mahlzeit am Tag und die ist meistens nährstoffreich, dafür aber energiearm. Das werdet ihr jetzt hier in diesem Video auch sehen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich vor 10 Jahren auch noch 5 Mahlzeiten am Tag gegessen habe. Selbst vor 5 Jahren, ich glaube, meinen YouTube-Kanal betreibe ich jetzt seit 2013, da habe ich dann auch einige Food Diaries gemacht, da habe ich, glaube ich, noch 2-3 Mahlzeiten am Tag gegessen. Und seit 2 Jahren ist es eben fast nur, oder zum größten Teil, nur eine Mahlzeit, die pflanzenbasiert ist, also pflanzenbasierte Mahlzeit. Ich ernähre mich pflanzlich und meistens rohköstlich. Ich habe auch viel mit der schleimfreien, schleimarmen Heilkost experimentiert und hatte dann auch einige Monate oder 10 Monate einfach gebackenes, gedämpftes und gedünstetes Gemüse integriert, eben nach der schleimfreien Heilkost. Aktuell ernähre ich mich größtenteils wieder rohköstlich. Ab und zu kommt der Kommentar: Ja, das geht doch gar nicht, du isst ja viel zu wenig, hast du das mal in Chronometer eingegeben, du bist ja total unterversorgt und zu wenig Energie, das ist ja schon krankhaft, das geht überhaupt nicht. Ich muss dazu sagen, gerade was Ernährung angeht, höre ich schon lange nicht mehr darauf, was andere sagen. Als ich 1992 meine Ernährung auf vegetarisch umgestellt habe, haben die Leute in meinem Umfeld auch gesagt, dass ich sterben werde, dass man nicht ohne Fleisch leben kann, dass man nicht vegetarisch leben kann. Und ich beweise, dass es sehr gut ohne Fleisch, generell auch ohne tierische Lebensmittel geht, zumindest für mich persönlich. Und ich habe vor vielen Jahren das Buch gelesen, Wir fressen uns zu Tode, von der russischen Ärztin Galina Shatalova. Und ich fand damals den Titel auch sehr, sehr provozierend und hätte mir niemals gedacht, dass ich jemals in diese Richtung komme, nur noch einmal am Tag zu essen oder auch weniger Kalorien aufzunehmen. Ich habe auch vor 20 Jahren, vor 15 Jahren habe ich noch 5 Mahlzeiten am Tag gegessen. Und mein YouTube-Kanal besteht ja jetzt auch schon seit über 6 Jahren und es gibt ja schon seit einigen Jahren Food Diaries hier auf meinem Kanal. Und ich meine, ich habe auch mit 3 Mahlzeiten am Tag angefangen und dann bin ich relativ schnell auf 2 Mahlzeiten übergegangen. Also das ist hier auf meinem YouTube-Kanal dokumentiert. Und seit fast 2 Jahren ernähre ich mich fast nur von einer Mahlzeit, die meistens nährstoffreich und energiearm ist. Für mich persönlich funktioniert das sehr gut. Und ich höre gar nicht darauf, was die anderen Leute sagen, sondern ich mache einfach. Da bin ich wirklich eine Praktikerin und experimentiere viel. Ich mache auch schon seit vielen Jahren regelmäßig Sport, Laufen, Radfahren und gewisse Kräftigungsübungen. Das liebe ich einfach. Bewegung gehört dazu. Es gibt verschiedene Faktoren für eine ganzheitliche Gesundheit. Ernährung ist eine wichtige Säule, aber eben nicht alles. Da gehört zum Beispiel auch eine gesunde Bewegung dazu. Und ich liebe zum Beispiel Kräftigungsübungen mit meinem eigenen Körpergewicht. Zum Beispiel die verschiedenen Plank-Übungen oder Liegestütze. Es gibt da ganz tolle Übungen. Vor 6 bis 8 Wochen habe ich eine persönliche Challenge für mich gestartet. Ich mache meine Kräftigungsübung ca. 5-mal die Woche. Es gibt dann 2 Entspannungstage. Und an diesen Tagen habe ich auch meine Übungen extrem gesteigert. Ich mache zum Beispiel jetzt seit 8 Wochen in diesen 5 Tagen jeden Tag 50 Liegestütze, 80 Sit-Ups und verschiedene Plank-Übungen und habe meine Leistung nochmal extrem gesteigert, obwohl ich in den Augen vieler so wenig esse. Aber es ist wirklich möglich und ich bemerke auch selber noch, da ist noch Luft nach oben. Und sich überlegt, ich habe in den letzten 2 Monaten über 2000 Liegestütze gemacht und noch viel, viel mehr Sit-Ups, also 400 Sit-Ups in der Woche. Es ist wirklich so erstaunlich, was möglich ist, wenn der Körper mit Nahrung nicht so
überlastet wird. Und mir ist auch so eine Leichtigkeit und einfach auch eine gute Fitness, ein gutes Körpergefühl sehr, sehr wichtig. Und ich kann sagen, dass ich heute viel fitter bin als vor 20 oder 15 Jahren. Rein was mein Körpergefühl, meine Leistungsfähigkeit, was eben sportliche Aktivitäten angeht. Also ist für mich auf alle Fälle ein ganz spannendes Experiment und ich lasse euch hier mit meinen Videos daran teilhaben. Der zweite Punkt, der auch ab und zu mal kommt, ein paar Kommentare. Ja, das ist ja ganz schön aufwendig. Du machst ja immer so verschiedene Zubereitungen für euch alle. Ihr esst ja gar nicht das Gleiche. Also ich esse ja schon seit vielen, vielen Jahren ganz anders als meine Kinder. Und meine Kinder sind eben auch hochindividuell, wie auch alle anderen Menschen und haben eben auch so ihre Vorlieben. Und da ich ja auch ganz anders esse, wie kann ich dann den Kindern sagen, ja, ihr müsst aber das Gleiche essen und ich koche nicht extra, wenn der eine das nicht mag oder das nicht mag. Also ich bereite schon, seitdem ich meine Ernährung auf vegetarisch umgestellt habe, bereite ich total gern Essen zu. Also vor allem mit pflanzlichen Lebensmitteln natürlich und am liebsten natürlich auch Rohkost. Und für mich ist das auch keine verschwendete Zeit. Das ist für mich wie Meditation. Wenn man das für seine Lieben und für Freunde macht, dann hat es ja auch nochmal so eine besondere Energie. Da lege ich auch immer sehr viel Liebe und Achtsamkeit und Aufmerksamkeit da rein. Und außerdem nutze ich diese Zeit der Zubereitung, um mir Interviews, Vorträge oder Hörbücher anzuhören. Mich interessieren wirklich sehr, sehr viele Themen. Und der Tag hat leider nur 24 Stunden. Und ich nutze dann die Zeit, um mich einfach über interessante Themen zu informieren. So, jetzt geht's aber wirklich los mit dem Food Diary. Meine Jungs starten heute grün in den Tag. Als erstes gibt es eine kleine Portion grüner Saftkomplex. Danach gibt es für die Jungs Presslinge. Das sind nicht irgendwelche Tabletten oder Medikamente. Das sind einfach Lebensmittel, die in Presslinge geformt wurden. Also hier die dunkleren grünen Presslinge, das sind Chlorella-Presslinge. Chlorella ist eine Mikroalge. Und für meinen Ältesten gibt es noch Presslinge aus Moringa. Als nächstes gibt es für die Jungs einen Beeren-Shake, der besteht aus reifen Bananen, gefrorenen Himbeeren, gefrorenen Wildheidelbeeren, selbstgemachtem Hagebuttenpulver, dann Zesten von Zitrone, Limette und Orangen, dann sind noch 2-3 Datteln dabei und etwas Vanillepulver und natürlich Wasser. Gegen 13 Uhr gibt es die erste Flüssigkeit für mich heute. Das sind ca. 200 ml Kurkuma-Ingwer-Shot, bestehend aus Orange, Zitrone, Kurkuma und Ingwer. Diesen Kurkuma-Ingwer-Shot presse ich mit unserem Entsafter aus Edelstahl, dem Angel Juicer, der auch sehr gut für grüne Säfte oder Gemüsesäfte geeignet ist. Ich habe kürzlich ein Video zum Angel Juicer hochgeladen, wo ich 9 Rezepte vorstelle und zeige, wie vielfältig der Angel Juicer genutzt werden kann. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke das Video oben in den Infokarten. Bis zum 30.11. gibt es von Slow Juice auch eine Rabattaktion. Es gibt 8% Rabatt auf den Angel Juicer. Den Rabattcode findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Mein Jüngster hat jetzt seinen Fruchtshake getrunken und möchte jetzt noch gerne Cornflakes essen. Das ist hier eine Mischung aus Cornflakes aus Mais. Die sind mit Blütenhonig gesüßt und Cornflakes aus Dinkel, die sind ungesüßt und dazu gibt es Hafermilch. Wir sind gerade unterwegs und zwischendurch gibt es noch einen kleinen Snack für die Jungs. Für mich gibt es noch einen frisch gepressten grünen Saft. Das sind ca. 250 ml Endivien-Saft. Das ist hier die Dose vom Silas. Da sind Mandeln drin und Cashewnüsse und Dinkelbrezel mit Sesam und das ist hier die Dose von Simon mit Walnüssen, Macadamianüssen und Mandeln. Es ist nach 16 Uhr. Weiter geht es für meine Jungs mit einem selbstgemachten Rohkostkuchen. Das ist ein Schoko-Bananenkuchen. Das ist schon ein älteres Rezept. Das habe ich auch schon vor einigen Jahren hier auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Dieses Rezept gibt es aber auch als Blogartikel auf meiner Webseite. Ich verlinke euch das Rezept unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Für mich geht es grün weiter. Für mich gibt es jetzt ca. 350 ml Wasser mit einem gehäuften Esslöffel Grassaftpulver. Und dieses Grassaftpulver besteht aus Kamutgras und Gerstengras. Circa eine halbe Stunde später gibt es bei mir noch ein grünes Pulver, Silizium Plus. Ich trinke ca. 350 ml Wasser mit einem gehäuften Esslöffel Silizium Plus. Und Silizium Plus besteht aus
Brennnesselpulver, Ackerschachtelhalmpulver und Bambusextrakt. Es ist gegen 18.45 Uhr. Ihr seht hier unsere Abendmahlzeit. Jeder von uns isst etwas anderes. Meine Jungs essen gekocht, ich esse Rohkost. Hier seht ihr den veganen Linsengulasch mit Räuchertofu. Das ist für meinen 14-Jährigen, für den Simon. Zu diesem Rezept gibt es auch schon ein Video. Ich verlinke euch das Rezept oben rechts in den Infokarten. Mein Jüngster ist ein sehr spezieller Esser und mag so Eintöpfe oder solche Zubereitungen eher nicht. Für ihn gibt es heute Backkartoffeln. Die sind mit Rohmilchbutter bestrichen und mit Salz bestreut und dazu zwei Spiegeleier. Und das Restliche, was ihr hier seht, das ist meine Abendmahlzeit bzw. auch meine einzige Mahlzeit am Tag. Ich werde mit den Äpfeln beginnen, dann warte ich so 10 bis 20 Minuten und dann gibt es das Gemüse und das Grünzeug. Ihr seht, das Grün dominiert bei meiner Abendmahlzeit, aber generell nicht nur bei meiner Abendmahlzeit, sondern auch wenn ich Säfte trinke. Das hier ist ein Gurkensalat mit Kresse und Chlorellapulver. Dieses Chlorellapulver kommt aus der Algenfarm in Klötze. Dazu gibt es noch Feldsalat und jungen Spinat. Hier seht ihr selbstgezogenes Erbsengrünkraut. Dazu gibt es noch Alfalfa-Sprossen. Hier seht ihr frisches Wildgrün, das haben wir heute gesammelt. Vogelmiere ist dabei, Löwenzahn, Taubnessel, Girsch, Fünffingerkraut und Gundermann. Und dazu gibt es eine Scheibe selbstgemachtes Rohkostbrot aus Walnüssen und Feigen und ein bisschen Salzsole. Dieses Rezept findet ihr übrigens auch in meinem E-Book Dürren leicht gemacht und den Link zum E-Book findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Wenn ihr euch für grüne Lebensmittel interessiert, Feldsalat, Spinat, Chlorella, Kresse, Erbsen, Grünkraut, grünblättrige Sprossen und natürlich Wildkräuter, dann könnte mein E-Book Gesund Grün Essen für euch etwas sein. Den Link dazu findet ihr auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das war der erste Tag des Food Diaries. Das war etwas für die Augen. Jetzt gibt es ein bisschen musikalische Auflockerung, etwas für die Ohren. Mein Ältester übt gerade von Alan Walker Faded am E-Piano und das folgt jetzt. Gegen 10.30 Uhr starten wir in den zweiten Tag des Food Diaries. Es gibt für meine Jungs wieder grünen Saftkomplex, eine kleine Portion, und Chlorella-Presslinge. Und für meinen Ältesten gibt es noch 4 Moringa-Presslinge. Nach der grünen Vorspeise geht es für meine Jungs fruchtig weiter. Für meinen Jüngsten gibt es einen Obst-Smoothie von True Foods. Er liebt die Sorte Orange, Apfel, Banane, Mango und Maracuja. Das sind ca. 250 Milliliter. Und für meinen Ältesten, für den Simon, gibt es die Kerne eines Granatapfels. Gegen 11.30 Uhr gibt es für meine Jungs geröstetes Dinkelbaguette in Scheiben geschnitten und dazu selbstgemachter Schokoaufstrich. Ich hatte ja kürzlich das Video mit dem Angel Juicer hochgeladen und dazu habe ich ja neben dem Sieb noch einen Püriereinsatz. Und ich habe in dem Video auch gezeigt, wie ich selber Nussbutter herstelle aus gerösteten Haselnüssen. Und die habe ich für diesen selbstgemachten Schokoaufstrich verwendet, genauso wie ein bisschen flüssige Kakaobutter, ein bisschen flüssige Kakaomasse, dann noch Dattelsirup, ein bisschen Kakaopulver und Vanillepulver. Für mich gibt es heute die erste Flüssigkeit des Tages. Ich bleibe heute auch flüssig. Ich werde heute mit Säften fasten. Für mich gibt es einen Kurkuma-Ingwer-Shot, aber diesmal statt mit Orangen und Zitronen, mit Äpfeln und Zitronen. Wir sind jetzt gerade noch unterwegs. Hier wächst ganz viel Brennnessel. Tolles Wildgrün. Und wir machen jetzt hier eine kleine Pause.
Jungs haben wieder ihre Boxen dabei. Die sind übrigens aus Edelstahl. Für den Silas gibt es hier so Dinkelcracker, Dinkelbrezel mit Sesam und Cashewnüsse. Und Simon hat in seiner Box getrocknete Jackfrucht, getrocknete Maulbeeren, Pekannüsse und Macadamia-Nüsse. Alle vier Lebensmittel, also Trockenfrüchte und Nüsse, habe ich bei Süß und Clever bestellt. Da gibt es auch viele tolle andere Trockenfrüchte und Nüsse und Pulver und keimfähige Saaten. Ich verlinke euch Süß und Clever unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Und für alle, die das erste Mal bei Süß und Clever bestellen, gibt es auch einen 10% Rabattgutschein. Den Code dafür findet ihr auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ich fand ich überzeugend. Die haben auch so richtig gute Grafikdesigner auch. Gegen 16.30 Uhr gibt es noch eine süße Mahlzeit für meine Jungs. Für den Silas gibt es wieder ein großes Stück Schoko-Bananenkuchen. Und für meinen ältesten selbstgemachten rohveganen Rohkost-Apfelstrudel. Das Rezept verlinke ich euch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Für mich gibt es jetzt ca. 700 ml frisch gepressten Stangenselleriesaft. Gegen 18.30 Uhr gibt es die Abendmahlzeit, für mich nach wie vor flüssig. Ich habe mir einen Saft gepresst aus roter Beete, Apfel und Schwarzkohl, also ein genialer regionaler Saft. Dann gibt es für die Jungs heute Quinoa. Für den Silas gibt es einfach nur Quinoa mit Salzsohle, Sojasauce und Hefeflocken. Und für den Simon gibt es eine kleine Portion Quinoa und eine große Portion Gemüse. Das ist Knoblauch, Lauch und Erbsen, auch mit Sojasauce. Und dazu gibt es Hanfsüßkartoffelbällchen. Das sind so pflanzliche Bällchen, die gibt es bei uns im Bioladen. Das war mal wieder ein Food Diary von uns. Zum größten Teil pflanzenbasiert, viel Rohkost und auch viel selbst gemacht. Ich hoffe, euch hat dieses Food Diary gefallen und inspiriert. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen zu diesem Food Diary unter diesem Video. Ich habe auch einige Rezepte, also soweit es Rezepte gibt, Videos oder Blogartikel unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar verlinkt, genauso wie einige Pulver, Presslinge und Lebensmittel, die ihr in diesem Video gesehen habt. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald.